Susan Kriege da. Habt ihr alle? Da geht es darum, wer schon für Waffenlieferungen und für Kriege als solches ist, der kann sich ja als Politiker freiwillig mal an der Front melden. Ja? So, ich stecke den Brief jetzt mal ein. Wo ist denn hier der Brief? Und in Hofer geht dann! Das ist Hoferrat! Nord Stream 1 und 2! In Hamburg machen wir das nicht. Wir wissen, dass Sie das wissen. Wir haben ja eben bei Herrn Höhne schon mal einen Brief abgegeben. Als solches. Es steht auch noch an, hier oben dann bei der SPD als solches einen Brief abzugeben. Und über den Inhalt des Briefes sind vielleicht einige noch nicht so im Klaren. Da haben wir eine kleine Audiodatei vorbereitet. Die läuft jetzt ab. Hallo, liebe Freunde der Freiheit, die ihr so jeden Montag tapfer und mutig durch die Straßen von Lübeck zieht und euch nicht verjagen lasst. Seit Beginn des Ukraine-Krieges entpuppen sich die Grünen und die SPD als Kriegstreiber Nummer 1. Allerhöchste Zeit also, dass sie ihren Worten auch Taten folgen lassen. Jedoch sind Abgeordnete, also hier Tim Klüsendorf und Bruno Höhne hier von den Grünen, gemäß § 12 Absatz 2 Wehrpflichtgesetz vom Kriegsdienst befreit und können nur auf eigenen Antrag eingezogen werden. Deshalb helfen wir heute einfach nach. Wir haben einen Kriegsdienstantrag aufgesetzt, den beide nur noch unterschreiben müssen. Und somit können wir die lautesten Kriegstreiber der Grünen und SPD endlich auch an die Front schicken. In diesem Brief steht geschrieben, an das Bundeswehr-Dienstleistungszentrum, je nach Ort, Antrag auf freiwilligen Kriegsdienst gemäß § 12 Absatz 3 Wehrpflichtgesetz. Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit beantrage ich, Bruno Höhne, meine unverzügliche Einberufung zum Kriegsdienst gemäß § 12 Absatz 3, Seite 2 Wehrpflichtgesetz, da ich als Mitglied der Partei, die Grünen, nicht länger darauf warten kann,
meine Kriegsgeilheit auszuleben. Die bloße Forderung von mehr Waffenlieferungen und damit die Befürwortung des Kriegs, der unweigerlich mit dem Tod weiterer unschuldiger Menschen einhergeht, reicht mir nicht aus. Als Woka-NATO-Jünger möchte ich meinen Worten auch Taten folgen lassen und zur Waffe greifen. Bitte berufen Sie mich schnellstmöglich ein, lieber heute als morgen. Mit freundlichen Grüßen, Bruno Höhne. Das ist doch wirklich freundlich formuliert. Eine neue Maske. Das ist doch wirklich freundlich formuliert. Klüsendorf, so heißt der, ne? Von der SPD. Burgstraße. Da geben wir so einen Brief auch noch ab. Das ist doch schön, falls Sie ein bisschen langweilig ist und Sie einfach mal zu dem, was Sie da beschließen, auch mal wirklich stehen wollen, dann können Sie es an der Stelle mal wahrnehmen. Als Angebot. Wir haben noch garantiert. Genau, jetzt geht's weiter mit etwas Live-Musik hier, auch für die Grünen, wieder ganz speziell ausgesucht für diesen Ort. Ja, ich wollte gerne noch kurz etwas sagen. Wenn ich mich hier so umschaue, sehe ich alle möglichen verschiedenen Leute. Ich sehe Rentner, ich sehe Angestellte, ich sehe Krankenschwestern. Die meisten von uns haben Kinder, manche sogar Enkelkinder. Aber ich sehe hier keinen einzigen Nazi. Ich sehe hier keinen einzigen Nazi. Wir sind keine Nazis, sondern wir sind Menschen, die aus der Geschichte gelernt haben. Nazis, das waren für mich immer Leute, vor denen ich Angst hatte, die die Grundrechte der Menschen mit Füßen treten und andere Völker geringer schätzen als ihr eigenes. Aber das sind wir nicht. Und auch ich bin kein Nazi, auch wenn ich die deutsche Flagge mit Stolz trage. Denn eins dürfen wir alle wissen. Das deutsche Volk ist ein edles und ein großes Volk. Und das deutsche Volk hat es genauso verdient, geehrt und geachtet zu werden wie alle anderen Völker. Und das ist wichtig, dass wir das wissen. Und mir ist auch wichtig, dass die Grünen das wissen, dass wir keine Nazis sind. Und deswegen möchte ich gerne jetzt für euch und mit euch ein hebräisches Friedenslied singen. Hevenu shalom alechem. Hevenu shalom alechem. Hevenu shalom alechem. Hevenu shalom, shalom, shalom alechem. Hevenu shalom alechem. Hevenu shalom alechem. Hevenu shalom alechem. Hevenu shalom, shalom, shalom alechem. Wir wollen Frieden für alle. Wir wollen Frieden für alle. Wir wollen Frieden für alle. Wir wollen Frieden, Frieden, Frieden für die Welt. Wir wollen Frieden für alle. Wir wollen Frieden für alle. Wir wollen Frieden für alle. Wir wollen Frieden, Frieden, Frieden für die. Wir wollen Frieden für alle. Wir wollen Frieden für alle. Wir wollen Frieden für alle. Wir wollen Frieden, Frieden, Frieden für die Welt. Ja, super, vielen Dank. Also ich möchte Ihnen auch mal was sagen. Ich lege jetzt mal diese Friedensjacke hier hin. Jetzt spreche ich mal als ehemaliger Bundesgrenzschutzbeamter und als Politiker. Waren Sie mal in einem Altersheim und haben Corona-geimpfte Patienten gesehen, die im Sterben liegen? Das würde ich mal jedem Politiker empfehlen, der dieses alles angeordnet hat. Ende. Und ich möchte hier nach den einleitenden Worten gerne auch noch mal etwas vorlesen von der Hamburger Friedensinitiative als solches. Das haben wir hier schon Anfang Februar als solches verlesen, beziehungsweise auch an das russische und an das amerikanische Konsulat als solches zugeschickt.
Das habe ich hier mitgebracht von der vom Open Mind am Samstag hier bei der Fußgängerzone. An den russischen Botschafter in Deutschland, Sergei Netschajew, Konsularabteilung der Botschaft der Russischen Föderation unter den Linden in Berlin. Sehr geehrter Herr Botschafter der Russischen Föderation, Sergei Netschajew, hiermit bitten wir Sie, unsere Initiative für einen Nicht-Angriffspakt zwischen der Russischen Föderation und den NATO-Staaten durch Ihre Zustimmung zu unterstützen. Wir benötigen Ihre zustimmende Stellungnahme für die Bereitschaft zur Aufnahme von Verhandlungen über einen gegenseitigen Nicht-Angriffspakt zwischen der Russischen Föderation und den NATO-Staaten, um anschließend damit vor die Botschaften der USA und anderer NATO-Staaten ziehen zu können. Vorher würde das keinen Sinn ergeben. Mit Entsetzen haben wir festgestellt, dass die Bundesregierung von Deutschland an der militärischen Auseinandersetzung im Rahmen des NATO-Bündnisses in der Ukraine beteiligt ist und diesen Konflikt auf Drängen dieses Bündnisses mit Waffenlieferungen immer weiter eskaliert. Wir wirken aufgrund der historischen Ereignisse zwischen unseren Ländern für eine neutrale Stellung unserer Regierung im Ukraine-Konflikt und für diplomatische Lösungen durch Verhandlungen gegenüber Russland. Wir möchten nicht, dass Deutschland in kriegerische Handlungen gegen Russland aufgrund geostrategischer Interessen der USA in der Ukraine weiter verwickelt wird. Wir fordern die sofortige Beendigung der NATO-Beteiligung an allen Kriegshandlungen in der Ukraine. Wir setzen uns für das friedliche Zusammenleben aller Völker und die Beendigung aller kriegerischen Auseinandersetzungen durch Verhandlungen ein. Wir werden unsere Aktivitäten vor ihren Botschaften und Konsulaten so lange fortsetzen, bis wir von Ihrer Seite eine akzeptable Antwort erhalten. Mit freundlichen Grüßen, die Initiatoren der Deutschen Friedensbewegung für einen Nicht-Angriffspakt, Hamburg, den 30. Januar 2023. Bravo. Und das ist ein Schreiben als solches, hat mich abgeholt und deswegen habe ich mir das in die Tasche gesteckt und das hier für uns und auch für alle Anwesenden im Umkreis nochmal vorgelesen. Vielen Dank. Danke an dich. Danke an dich für die Recherche. Supi. Ja, Malte, mir ist aufgefallen, dass es heute eine gute Stimmung war. Erzähl, was erzählst du? Ja, was ich erzählen wollte, unterwegs, mir ist aufgefallen, dass es eine sehr gute Stimmung war. Auch ins Publikum, die uns so beobachten, sind viele Fragezeichen entstanden. Nicht mehr dieses Geschimpfe, wie am Anfang, wie wir ausgeschimpft worden sind. Natürlich sind immer noch ein, zwei dabei, die ziemlich lange am Alkohol nagen, die wollen eben Alkohol trinken und uns diffamieren und so. Aber, aber die Menschen gucken uns fraglich an, sie hören mehr zu und ich glaube, diese Ansagen und so sind sehr wichtig, die wir machen oder auch jetzt diese Vorlesung. Und vielleicht geht das eine oder andere doch nochmal auf Band, was wir unterwegs auch abspielen. Also, wir gehen ins Positive, weiterhin. Engel kommt, dunkle Wolken ziehen über unser Land. Engel kommt, bitte helft uns und nehmt uns heute ganz fest an der Hand. Den Ärzten nahmen schnell alle Mittel, damit die Krankheit unheilbar scheint. Und sie haben trotz der weißen Kittel mit ihren weinenden Patienten geweint. Und den Kindern verschloss man ihre Schulen, den Eltern zum Leben den Kontakt. Und den Künstlern nahm man ihre Bühnen willig und im gleichen Takt. Engel kommt, dunkle Wolken ziehen über unser Land. Engel kommt, bitte helft uns und nehmt uns heute ganz fest an der Hand. Dankeschön nochmal. Wir dürfen natürlich eins nicht übersehen. Im Hintergrund gehen die Gesetze weiter, die sie geschaffen haben. Und das heißt jetzt im Juni oder Juli Zugriff auf den privaten Wohnraum. Also ich weiß nicht, ab wann das losgeht, was man machen muss. Auf jeden Fall ist es im Gesetz festgeschrieben. Also auch da immer gerne mal wieder reinlesen, mal gucken, was die Politiker so veranstalten mit uns. Auch im Hintergrund wächst es weiter gegen uns. Und Zugriff auf privaten Wohnraum oder auf die intimste Sphäre ist schon ein großes Ding. Da müssen wir immer wieder aufpassen.
wo du gerade sagst mit Gesetzen, wir wissen ja nun, dass die elektronische Krankenkassenkarte eingeführt werden soll, dass alles nur noch elektronisch läuft, jeder Arzt gucken kann, was ihr für Krankheiten habt oder nicht. Das wird auch automatisch so sein, wenn wir nicht dem widersprechen. Da haben wir auch schon bei uns in der Gruppe, hatte glaube ich Malte, reingestellt, also ein Musterschreiben, wie wir dem widersprechen können, ausdrücklich, dass für uns eine elektronische Gesundheitskarte angelegt wird. Dann dürfen die das nicht. Das sollten wir im Hinterkopf haben, dass wir das tun. Es sei denn, man möchte das. Das ist natürlich auch, sag ich mal, es hat natürlich auch Vorteile. Es kann Vorteile haben. Ich sehe aber eben so, dass die uns ausspionieren wollen, dass sie uns listen wollen und nichts anderes. Es geht nicht um unsere Gesundheit. Ging es die letzten 3 Jahre ja auch nicht. Also warum jetzt auf einmal? Ne? Ja, im Hintergrund haben wir eben gesagt, läuft noch viel weiter. Der Impfstofferfinder ist in England und versucht ein Krebsmittel am Markt zu bringen mit noch schnellerer Zulassung. Was daraus noch wird, abwarten. Auf jeden Fall, es ist alles noch nicht vorbei. Seid wachsam. Danke. Ja, darf ich mal gucken? Man will es mit anderen Impfstoffen. Darf ich einmal gucken? Ja, ich bin für Frieden auf der Erde. Und ganz wichtig, nicht als Ablenkungsmanöver benutzen. Das mögen Sie nämlich auch ganz gerne. Wir müssen auch an der Aufarbeitung der Corona-Maßnahmen dranbleiben, weil ich habe diesen ganzen Scheiß, diesen ganzen Druck, diese Ausgrenzung nicht umsonst mitgemacht und war hier 2,5 oder knapp 3 Jahre auf der Straße. Auch das ist mir wichtig. Ja, vor allen Dingen, man ist dabei, den mRNA-Impfstoff mit anderen normalen Impfungen zu mischen. Es ist noch nicht erlaubt, aber was ist schon erlaubt? Ich meine, die werden das heimlich einfach untermischen. Da hatte ich jetzt auch einen Bericht gehört und gelesen. Da sollte man wirklich wachsam sein, nicht? Die normale Grippeimpfung zum Beispiel, wer sich die noch geben lässt, da weiß man nie genau, was drin ist. Naja, oder mit geschwärzten Schnellzulassung, ne? oder mit geschwärzten Schnellzulassung, ne? Ja, das ist richtig. Ich kann nur empfehlen, lasst euch nicht mehr impfen. Ich tue es nicht mehr. Ich bin durch mit der Wurst, sage ich jetzt mal. Ne, ich habe Tetanus alles gehabt, das reicht bis zum Ende meines Lebens. Ich muss den Scheiß nicht mehr haben. Da sollte man wirklich aufpassen. Ich wollte noch eine andere Info geben. Und zwar ist das jetzt, Gott sei Dank, in Großbritannien schon raus, dass das die Impfung eine Biowaffe ist und nichts anderes. Die Anzeigen laufen. Pfizer wird verklagt. Also es geht jetzt richtig rund. In den USA ist es genauso. Es schwappt irgendwann bald über den Teich. Wir müssen nur noch ein bisschen Geduld haben. Denn wissen unsere deutschen Mitbürger auch endlich, was Phase ist. Also ich höre ganz viel USA-Nachrichten. Redacted ist da mein Sender, das ist auch ein Alternativsender, weil da läuft es eben auch genauso wie hier bei uns. Ne? Die Mainstream-Medien lügen oder versuchen zu lügen, aber es geht halt nicht mehr, weil die Berichte sind raus, die Twitter-Files, dann gibt es WhatsApp-Files, wo eben Pfizer hin und her geschrieben hat, also wo ganz klar gesagt wurde, wie sich zu verhalten ist, dass eben nicht das öffentlich gemacht wird, dass die Leute geframed werden, gesperrt werden auf den Kanälen. Und da gibt es mittlerweile ganz viel Aufklärung. Wir müssen nur noch ein bisschen Geduld haben. Also habt mit mir Geduld und wir gehen weiter friedlich zusammen hier auf die Straße. Super. Gut, dann würde ich sagen, transparent wieder schön nach vorne. Und dann sammeln wir uns hier langsam. Und welchen Gedanken ich hier auch immer habe, wenn ich hier bei den Grünen als solches auch privat mal vorbeifahre, wie fühlt man sich eigentlich als ehemalige Antikriegspartei? Was ist das für ein Gefühl, wenn als ehemalige Antikriegspartei vor dem eigenen Wahlkreisbüro die Proteste stattfinden? Weil ich denke, 20, 30 Jahre zurück, versetzt als solches, habt ihr selber auch vor Wahlkreisbüros gestanden und für das protestiert, was wir jetzt hier im Grunde genommen auch machen. Und nun setzt ihr selber im Boot und seid diejenigen, die sich auch dafür zu rechtfertigen haben. Und darum möchte ich auch bitten, wir kommen hier wieder an diese Stelle und laden euch wie jede Woche herzlich dazu ein, auch mal herauszukommen. Wir haben hier das offene Mikrofon für alle. Es muss nicht jeder aus der gleichen Richtung als solches hier argumentieren. Wir sind hier und wir haben auch Zeit für euch, um euch zuzuhören. Kommt bitte auch mal heraus und traut euch, habt den Mut, auch für das, was ihr entschieden habt, öffentlich einzustehen. Wir sollen weiterhin auf der Straße sein. Für Frieden, für Freiheit, für Selbstbestimmung.
sind gefallen. Mehr und mehr kapieren es langsam weit und breit, dass ihr am Faden hängt wie Marionetten und selbst auch nur Befehlsempfänger seid. Wir sind nicht eure Untertanen und die Mehrheit hat euch nicht einmal gewählt. Ihr klebt am Sessel mit dem Arsch, um abzusahnen, doch eure fetten Jahre gehen vorbei, denn eure Tage sind gezählt. Ihr grinst aus, bedroht uns und erhöht den Druck, doch das gibt uns endlich diesen einen Ruck. Denn immer mehr erkennen eure Tricksereien und fallen auf eure Lügen endlich nicht mehr rein. In Gut und Schlecht wollt ihr die Gesellschaft spalten. Ihr dachtet wohl, dass wir nie zusammenhalten. Doch nun passiert's, denn unser Denken, das bleibt frei. Und immer mehr schließen sich an und sind dabei.